Zuerst mal guten Morgen zu einem neuen fröhlichen Video nach einer stürmischen, orkanreichen Nacht. Und jetzt schneit's. Komm gerade vom Duschen und jetzt geht's rein. Frühstücken. So, nochmals guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Nacht war extrem stürmisch. Also das war so, als ob hier ständig ein ICE durchfahren würde. Heute geht es in Richtung Zugspitze. Es soll nachher noch aufreißen. Also ich lasse mich jetzt überraschen, deshalb gehe ich jetzt ein bisschen lockerer und ruhiger hier an. Und wenn ich mit allem fertig bin, dann werde ich mich aufmachen in Richtung Zugspitze mit dem Fahrzeug. Oben sind minus 15 Grad wohl angesagt. Also das heißt, warm anziehen. Und ich werde jetzt frühstücken, weil sonst ist mein Frühstück gleich kalt. Also wir sehen uns gleich bei der Abfahrt, dann in Richtung Zugspitze. Bis gleich. So, jetzt bin ich angekommen. Drei Wohnmobile stehen hier und der Parkplatz ist jetzt kostenfrei heute oder generell oder wie auch immer, jedenfalls kostet nichts. Und hier ist auch nicht großartig irgendwas los, aber der Himmel, der scheint jetzt doch aufzureißen. Da die ersten blauen Flecken, nicht Flecken, sondern Lücken, die ersten blauen Lücken. Blaue Flecken hat hier noch niemand. Und jetzt geht's zur Kasse bezahlen und dann ab nach oben. Ordentlich kalt. Ich habe noch eine Jacke eingepackt, bin schon vierlagig angezogen. Mal schauen, ob das reicht da oben bei minus 15 Grad. Also ab geht's. Prima, bedanke mich auch. Danke. Also hier fährt um Viertel vor den Zug. Ich würde gerne mit der Gondel nach oben. Genau, können Sie dort runter, die fährt glaube ich alle Viertelstunde im Moment. Ach so, super, prima, danke, tschüss. So, das waren jetzt 52 Euro hin und zurück. Also wenn ich nur hochfahren würde, wird es ein bisschen günstiger. Aber ich glaube, das lohnt sich auch wieder zurückzukommen. Thank you.
Leider nichts los hier. Besser gesagt, hier oben ist nicht allzu viel los. Ja, von unten sah es noch besser aus als die von hier oben. Ist recht kühl, recht kalt. Aber ich friere nicht, bin doch warm genug eingepackt. Und hier oben ist man nur noch dabei, den ganzen Schnee zu beseitigen. Vielleicht kommt der irgendwie, habe ich den Eindruck, die Sonne will raus. Das blendet ganz schön hier oben. Aber im Grunde genommen, ringsrum sieht man gar nichts. Also der Wetterbericht sagt, soll ein bisschen aufreißen. Also ich werde jetzt hier nicht sofort wieder runterfahren, sondern ich hoffe, dass Petrus eine Einsicht mit mir hat und dass er noch ein bisschen Sonne zeigt. Alle Kinder warten, die durch die Luft.
So, herzliche Grüße vom Eibsee. Oben von der Zugspitze hat man nichts gesehen, aber dafür ist jetzt hier unten, es ist das Farmspiel, umso schöner. Das ist wirklich beeindruckend, diese grünlichen Farben des Eibsees. Das entschädigt doch für einiges, was gerade oben auf der Zugspitze gefehlt hat. Also weiter geht's, ich nehme euch mit um den Eibsee herum. Wir können festhalten, 15 Uhr, die Zugspitze ist frei. Ich war heute Morgen um 10 Uhr oder kurz nach 10 da. Keine Chance, aber jetzt 15 Uhr, das wäre mir zu lange gewesen. In der Zeit bin ich einmal um den Eibsee rum. So Leute, heute wird was Leckeres gekocht, nicht gekauft, kein Döner heute, sondern es gibt Hausmannskost.
dann. So, auf den heutigen Tag. Der hat natürlich toll begonnen mit in der Nacht mit lauter ICE-Zügen, die hier durchgerast sind. Es war ein Sturm, es war schon ein richtiges Unwetter. So, und heute Morgen bei minus 14 Grad hoch auf die Zugspitze mit einem fantastischen Panoramablick. Und dann ging es rund um den Eibsee. Gelesen habe ich 7 bis 8 Kilometer, aber ich weiß nicht, glaube ich, bin 2 Stunden gelaufen. Das kann gar nicht sein, das wäre viel zu schnell. Und ja, aber der Eibsee, der ist märchenhaft. Der ist absolut märchenhaft. Das ist wirklich diese grünen Farben, die der Eibsee da reflektiert durch die ganzen Mineralien. Das ist Wahnsinn. Also das lohnt sich auf alle Fälle genauso, wenn man von oben dann runterkommt von der Zugspitze gleich um den Eibsee. Ich war kurz nach 10 Uhr war ich auf der Zugspitze und um 15 Uhr konnte man um die Zugspitze frei ohne Wolken sehen, aber auch nur für einen kurzen Moment. Danach liegen immer wieder ein paar Schleierwolken und Wolken darüber. Also letztendlich, ich bin zufrieden, so wie es war, so wie es gekommen ist. Ändern kann ich das sowieso nicht. Es war ein schönes Abenteuer, vor allem auch mal alles richtig da oben bei minus 14 Grad im Schnee spürbar mitzukriegen. Das hat ja vielleicht auch mal etwas. Das schafft auch nicht jeder, das zu erleben. Also, ich werde jetzt mein Essen essen, wird sowieso schon langsam kalt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder. Vergesst nicht ein Abo, vergesst nicht die Glocke, damit ihr die nächsten Filme alle mitbekommt. Und ich hau jetzt rein und werde mir jetzt ein Gläschen Wein dazu genießen. Viel Spaß, euch noch eine schöne Zeit, bleibt gesund. Und dann demnächst wieder, wenn es heißt Albatros on Tour. Euer Marcel. Ciao.